Gut, aber da hinten war nämlich auch noch was, das ich mir angucken wollte. Gut. So, jetzt ist der Bereich hier frei von Feinden. Jetzt können wir mal zu Liara gehen. Und dann ist gut. Sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Wenn ich hier sterbe, bringe ich ihn um. Das Kunststück möchte ich sehen. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Okay, Trojanischer Verbündeter, Trojanischer Verbündeter. Ruine stürzt ein. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Ich habe jetzt die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad auf leicht gemacht. Ich habe die Schnauze voll. Das ist ja, also aus unserer Wie ist nicht schwerer, als ich das in Erinnerung habe. Alter, kann man den Kroganer überhaupt töten? Ist das überhaupt möglich?
Alter, das ist ja so dermaßen schwer, finde ich. Also auf normal. Wie gesagt, ich habe das über die Schwierigkeitsgrade auf leicht gemacht. Also das ist ja... Das ist mir einfach zu heftig. Das ist mir einfach so auf normal, schon auf normal zu heftig. Ich war also, wie gesagt, ich habe das nicht in Erinnerung, dass das so... Dass das so schwer war. Also so habe ich das echt nicht in Erinnerung. Mensch, das kennt noch mal, du. Ja, und nu? Ach, da ist noch einer. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Haben Sie bei Ihren Forschungen irgendetwas Interessantes gefunden? Am interessantesten sind die Sachen, die nicht bekannt sind. Es gibt erstaunlich wenig archäologische Funde von den Proteanern. Und noch weniger Erkenntnisse darüber, warum sie verschwunden sind. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Was für ein Zyklus? Wovon reden Sie da? Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen.
Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht, den Reaper. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war, aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zoni bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Das muss ich mir nicht antun. Verbindung ist abgebrochen, Commander. Gut. Dann werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen mit... Ja, mit wem werden wir uns denn jetzt mal unterhalten? Okay, mit ihm hier mal? Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Ma'am. Gut, dann werden wir jetzt mal runtergehen zu Dr. Chakwas. Warte mal. Wir werden doch erst mal vorher mit Joker reden. Ja, wusste ich doch, dass er dir noch was anklicken kann. Ich hätte gerne Gold. Für meinen Orden, meine ich. Ich dachte, sie würden mich vielleicht dafür vorschlagen, wo ich doch ihren Arm aus dem Feuer gezogen habe. Wenn wir ihnen einen Orden geben, müssen sie sich mit Politikern und stundenlangen Podiumsdiskussionen herumschlagen. Gutes Gegenargument. Wahrscheinlich müsste ich mich dann auch rasieren. Das ist mir kein Orden wert. Also... Worüber wollten Sie sprechen, Commander? In der Vergangenheit, Schiffsleute, wollte ich mit Ihnen reden. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Ja, auch schon. Sie ist das Bett. Es gibt ein gewöhnlicher Allianzpilot, würde wohl echte Probleme mit Ich muss gehen. Bis dann. Gut, das hatten wir schon alles. Nichts Neues im Westen.
So, warte mal. Oh, 8 Punkte. Okay. Gut. Gut. So, speichern. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geht gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benesia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Das verstehe ich nicht. Sie war immer der Ansicht, die Asari müssten sich mehr an galaktischen Ereignissen beteiligen. Vielleicht dachte sie, wenn sie sich mit Saren verbündet, wäre das letzten Endes zum Wohle aller. Zumindest hoffe ich das. Das schmerzt Sie sehr, nicht wahr? Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe seit vielen Jahren nicht mit Benesia gesprochen, aber ich kenne sie. Und das passt nicht zu ihr. Etwas hat sich geändert. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Klingt gefährlich und einsam. Zuweilen traf ich auf einheimische Lebensformen oder mal auf eine kleine Gruppe Söldner oder Plünderer. Aber ich war immer sehr vorsichtig. Bevor mir die Geht nach Artemis Tau folgten, war ich nie in einer Situation, die meine Biotiken nicht bereinigen konnten. Und die Einsamkeit? Nun, das ist der Aspekt, der mir am meisten behagte. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, allein zu sein. Mögen Sie keine Gesellschaft? Ich schätze, das kommt daher, dass ich die Tochter der Matriarchin bin. Die Leute haben erwartet, dass ich Benesias Beispiel folge. Sie wollten, dass ich eine Anführerin unseres Volkes werde. Matriarchinnen leiten ihre Anhänger in die Zukunft. Sie suchen die Wahrheit über das, was noch kommen wird. Vielleicht habe ich aus diesem Grund ein solches Interesse für die Geheimnisse der Vergangenheit entwickelt. Es klingt irgendwie albern, wenn man es laut ausspricht. Es klingt, als wäre ich nur Archäologin geworden, um Benesia zu ärgern. Alle Kinder rebellieren gegen ihre Eltern. Es ist ein natürlicher Teil des Erwachsenwerdens. Sie besitzen die Weisheit der Matriarchin, Shepard. Das ist genau das, was Benesia gesagt hat, als ich ihr von meiner Entscheidung erzählte. Aber es steckte mehr dahinter. Ich fühlte mich schon immer von der Vergangenheit angezogen. Die Proteaner waren diese wundersamen, geheimnisvollen Wesen. Ich wollte alles über sie wissen. Darum finde ich sie auch so faszinierend. Sie wurden vom Sender auf Eden Prime gezeichnet. Sie wurden von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten... Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard.
Ich habe damit nur gemeint, dass sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen. Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Geschlechts angehören. Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Wissen Sie, wen Matriarchin Benesia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. Ich dachte, ein Elternteil müsste immer einer anderen Spezies angehören. Denken Sie nach, Shepard. Wenn wir uns nicht mit jemandem von unserer eigenen Spezies vereinen könnten, dann wären wir schon lange, bevor wir die Raumfahrt erfinden und unsere Heimatwelt verlassen konnten, ausgestorben. Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Warum sollte sie einer Vereinigung zustimmen, wenn sie keine Kinder wollte? Darauf weiß ich keine Antwort. In dieser Hinsicht kann ich nur Spekulationen anstellen. Vielleicht wollte sie ein Teil meines Lebens sein. Aber ihr stieß etwas zu, bevor sie die Möglichkeit dazu hatte. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß. Insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard.
Gut, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.